Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auch in Richtung YouTube zu einer neuen Runde von dem großartigen Spielchen hier, nämlich dem Spielchen PlayerUnknown's Battleground. Und ja, wir sind hier mal wieder live am Start gerade. Also ich muss mal Map gucken. Wo möchte ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier hin einfach. Das sollte kein Thema sein. Kann ich eigentlich hier auch rausspringen von hier aus dann? Dann müsste ich mal gucken gleich. Ah, geil, das geht. So, ich will da hinten einfach mit. Keine Ahnung, was da hinten ist. Wir gucken einfach mal. Da komme ich zwar im Leben nicht hin, da hinten. Aber was soll's. Ich brauche ein anderes Ziel. Gehen wir hierher, das sieht auch gut aus. So, erstmal Ziel umändern. Weil sonst, das war zu weit. Oder da war ich zu euphorisch mit der Zielkoordinate. Kommt hier einer runter zufällig? Nee, ne? Da hinten kommt einer runter. Oh, hier ist einer. Oh Mann, direkt neben mir kommt einer runter. Na, fantastisch. Ich muss mich beeilen. Ich brauche eine Knarre. So, zack. Schnell neu laden. Sehr gut. Rucksack Stufe 1. Motorradhelm, jawohl. Nehmen wir alles mit. So. Oh, Rucksack Stufe 2. Geil. So, der ist irgendwo ist der hier runtergekommen. Da möchte ich natürlich, dass der mich nicht sieht. Motorradhelm Stufe 1. So. Okay, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Scar. So, zack. Oh, geil. Rucksack Stufe 3 habe ich noch nie gefunden. Ich habe noch nie einen Rucksack Stufe 3 gefunden gehabt. Krass. Gasmaske. Ich höre ihn ganz leicht. Irgendwo höre ich Schritte. Ich bin ein bisschen ruhiger gerade. Versuche rauszufinden, wo der ist. Irgendwo schleicht hier einer rum, nämlich. Was haben wir hier? Aha, SKS. So, Splittergranate nehmen wir auch mit. Zack. Okay, Red Zone betrifft uns nicht. Wo ist denn das Kampf? Wo ist denn das Gebiet? Oh, wir sind genau im Zentrum. Geil. Das gibt's nicht! Ich hab den... Ach Mann, weil die blöde Uzi hat den... Ach, die hat den normalen Modus gehabt. Ich denke mir, warum feuert er denn nicht? Crap. Naja, schön. Ausgang zur Lobby. Toll, das hat ja gut funktioniert. Ach Mann, das war doof. Ich habe vergessen, dass ich den Feuermodus, dass der nicht automatisch ist. Das ist so bescheuert. Habe ich nicht dran gedacht. Ich hätte den locker gekillt, wenn der Feuermodus richtig gewesen wäre. Naja.
Hier ist ein kurzer Cut für YouTube. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Also bis gleich. Tschüss. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu einer neuen Runde. Die letzte Runde ist ja semi-gut gelaufen. Aus Gründen. Das hat mich echt geärgert, muss ich sagen. So, wir gehen dahin. Weil das Problem war eigentlich, wie gesagt, also wenn ich den automatischen Feuermodus gehabt hätte, wäre es kein Problem gewesen. Aber ich dachte, ich bin in dem Modus drin. Muss ich mir merken, Modus switchen einfach. Sonst wird das nichts. Weiß ich für die Zukunft. Ich habe noch nicht so viele Runden gespielt, von daher, es sei mir verziehen. So, jetzt hoffe ich erstmal, dass da nicht ganz so viele Leute sind. Kampfzone steht noch nicht. Finde ich gut. Wo will ich eigentlich hin? Ach, hier unten. Habe ich gar nicht gesehen. So, ist das der Häuserblock? Ja, das sind die Häuser, wo wir gerade auch schon waren. Wir probieren es da einfach nochmal, in der Hoffnung, dass es diesmal besser läuft. 96 Leute sind im Leben gerade. Die werden wir alle töten. So, hier haben wir hier die sehr gute Runde gerade angefangen, dann sind wir abgeknallt worden. Weil wir Blade waren. So, was ist das Kampfgebiet? Keine Ahnung. Weiß man noch nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob irgendjemand... Hallo? Mal die Tür zu. So, ob hier irgendjemand mitgekommen ist. So, den nehmen wir mit dem Kompensator. Waffe laden, zack. So, geil. Mäntelchen nehmen wir natürlich mit. Die AKM nehmen wir auch. Kompensator brauchen wir nicht. Polizeiweste. Mikro für Uzi. Ich sammle mal die ganzen Items hier ein. Ich weiß, wir werden nicht alles brauchen. Aber... Hallo? Laufen wir hier lang. Hier ist nix. So, ein bisschen umgucken natürlich immer. Ist ganz wichtig. Rucksack Stufe 1. Jetzt nicht ganz so prickelnd natürlich. Aber besser als nix. Oh, was haben wir hier? Achso, Rauchgranate. Okay, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? 9mm Muni. Nehme ich auch natürlich mit. Erste-Hilfe-Koffer. Yay. Das ist gar nicht mal schlecht. Ist kein Rucksack der Stufe 3, aber... Was soll's. So, Brechstangen, Muni. Kampfhose ist mir wurscht. Geht sie noch hoch? Nein. Okay, dann haben wir hier alles. Dann gehen wir nach... Oder? Ist hier noch was? Kampfhose ist hier. Und was haben wir hier? Munition. Hier auch noch. Und dann haben wir noch Mantel. Egal. So. Leider kein Helm und nix. In der letzten Runde war es hier besser vom Loot. Aber okay. Ich bin mir nicht sicher, ob hier jemand ist. Wir werden es vermutlich rausfinden. So. Kann ich hier eigentlich von dem Upgrade-Zeug irgendwas benutzen? Ah, hier. Zack. Uzi nicht. Das Dingens hier. Okay. So. Haben wir das. Granaten nehmen wir auch mit. Okay, wir sind außerhalb des Gebietes, aber wir sind am Rand, das heißt, das passt. Da haben wir noch jede Menge Zeit, da können wir in Ruhe jetzt die Häuser noch looten. Wir brauchen echt Ausrüstung. Ich bräuchte einen besseren Rucksack und ich bräuchte meinen Helm und alles. Das wäre schön. Was haben wir hier? Blendgranate. Der Rucksack ist fast voll, aber wir können ein paar Sachen wegschmeißen, weil alles brauchen wir nicht. So, okay. Nehmen wir zumindest mal eine Mütze. Die bringt nicht sonderlich viel, aber eigentlich bringt die nichts, außer kosmetisch. Aber wir haben zumindest mal was. Auf dem Köpfelein. So.
Holographisches Visier, sehr gut. Muni mitnehmen. Was haben wir? Schmerzmittel. Juhu. So, da ist die Battle Zone. So. Das Coole ist, dadurch, dass es hier gerade so ballert, ist es vollkommen wurscht, weil uns hört eh keiner. Aber wir hören natürlich im Gegenzug auch die Feinde nicht. Da ist nichts mehr. Okay. Hier haben wir dann alles. Den Turm da oben haben wir noch nicht. Wir müssen eh in die Richtung hinterlaufen, von daher passt das. Das Haus da hinten können wir dann noch ablooten. Das ist nämlich genau in der Zone. Dann laufen wir da hin. Dann kämpfen wir uns dann mal langsam ins Gebiet vor. Momentan haben wir ja noch genügend Zeit. Wir haben noch 57 Sekunden, nämlich bis der Bereich kleiner wird. Und der erste Bereich dauert immer ewig und 3 Tage. Die weiteren Bereiche sind immer das, was dann am kritischsten ist, beziehungsweise die dann kritisch werden. So, Rucksack Stufe 2. Geil. So, hier Munitionserweiterung. So, vollautomatisch. Geändert. Ach, hier unten sehe ich das auch. Ob die Autos sind oder nicht, das sehe ich hier unten. Okay. Ich habe es mal vollautomatisch geändert. Dann passt das. Sehr gut. Spielbereich verkleinert sich in 10 Sekunden. Haben wir kein Problem mit. Wir sind innerhalb der Zone. So, sehe ich hier irgendwo einen? Nö. Ich muss übrigens ganz kurz mal sagen, man sieht hier zum Beispiel, die Grafik ist ja nicht auf Ultra eingestellt momentan, weil das Problem ist, es gibt massive Frame-Drops, wenn ich das mache. Es ist aber so, und da habe ich ein Video gesehen, dass die Grafikeinstellungen... Fuck! Ja, Mist. Schade. Ach, das ist ätzend. Na gut. Ich hasse es. War blöd. Ich hätte wenn ich ein besseres Zielfernrohr gehabt hätte, hätte ich ihn vielleicht erwischt. Aber so ist es ein bisschen dämlich. Naja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Also bis gleich. Tschüss. Ich hasse es. Ich bin zu schlecht. Tschüss. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu einer neuen Runde. Ich hoffe, diesmal überleben wir ein bisschen länger und sterben nicht wieder gleich sofort. Das wäre total fantastisch. Weil ansonsten ist das langsam sicher ein bisschen arg, arg einseitig. Aber schau mal, kriegen wir bestimmt hin. Wo könnte ich denn lang? Das Flugzeug fliegt da hier hinten lang. Schaffe ich das bis dahin? Nee, ne? Könnte mal hier hin. So. Gehen wir mal da hinten lang. Und schauen, was passiert. Ich lasse mich überraschen. Ja, da kommen wir locker hin. Weil das sind Gebäude und ich weiß nicht, was da ist. Ich kenne die Karte nämlich noch nicht so gut. Da haben wir mir meine Mitspieler. Sonst mal ein bisschen was vor. Und jetzt habe ich Idiot den Fallschirm ausgelöst. Das sollte man nicht tun. Man sollte immer so lange warten wie möglich. Und nach unten fallen einfach. Naja. Toll, da unten landet jetzt nämlich einer. Und der kann jetzt schnell alles abfarmen. Weil er halt vor mir da ist. Na gut. Dann fliege ich mal da hinten hin.
So. Weil wenn ich da hinten fliege, da war keiner. Das war doof. Das war echt dämlich. Ich bin aus Versehen auf die Taste gedrückt. So, wahrscheinlich komme ich jetzt runter und zack, tot. Na komm. Och komm, jetzt lass mich doch runter. Ah. Oh, Lagerhallen, sehr schön. Vor allem, alle sind schon unten. Ich bin als letzter jetzt nach unten gekommen. Naja, so, Rucksackstufe 2, das ist ja schon mal was. Zack. Mal gucken. Oh, Helmstufe 2. Schmutziges Top. Ich mache den Cooper-Style hier gleich. Und renne immer mit schmutzigen Tops rum. So, Rucksackstufe 1 brauchen wir nicht. Vertikaldingens. Die kann man schon, die Knarre. Gasmaske halb. Sehr gut. Sieht kosmetisch sehr gut aus, wie ich finde. Ich würde gerne so Kisten finden, wo mehr dann drin ist. Was haben wir hier? Helm, Schnellzugriffmagazin, zack. Ich dachte, da war einer, dabei war das ein Schatten einfach nur. Manchmal bin ich ein bisschen paranoid. Das gebe ich gerne zu. Hier ist nix. Da hinten auch nicht. Hier haben wir noch Munition. Zwar für die falsche Knarre, aber wir nehmen es einfach mal mit. Rauchgranate. Ich nehme übrigens das schwarze Shirt hier. Dann sieht man uns vielleicht ein bisschen schlechter und wir fallen nicht ganz so auf wie so ein Regenbogen. So, ich hätte gerne mal eine echte Knarre. Ich habe bloß eine Pistole jetzt. Das ist ein bisschen arg doof. Na komm, mach ich dir zu. Was haben wir hier? Taktisches Lager nehmen wir mal mit. Wie gesagt, ich nehme diese ganzen Equipment-Sachen, die nehme ich einfach mal mit, weil vielleicht finden wir eine Knarre, wo wir sie dann draufpacken können. Wenn es dann zu viel vom Inventar her wird, dann schmeiße ich es natürlich dann weg, alles. T-Shirt rot, genau das ziehe ich an. Werde ich bestimmt nicht auffallen. So. Uzi. Die Uzi ist nicht ganz so toll. So. Automatischer Feuermodus. Achso, Moment, habe ich hier zufällig Kompensator? Genau, Vertikaldingens, kann man nichts mehr machen. Taktisches Lager auch nicht. Okay. So, gucken wir mal weiter. Wo ist das Gebiet eigentlich? Okay, ich bin fast im Gebiet. Das ist nicht so schlecht. Damit lässt sich... Ich dachte, da ist einer. Hier ist eine Weste, glaube ich, oder? Ach nee, ist ein Rucksack. Stufe 2. Haben wir, glaube ich, ja. Stufe 2 haben wir gerade. Da muss ich echt ein paar Sachen noch merken. Schnellzugriff. Zack. Ich rüste mal die Uzi jetzt auf. Luftklappen brauchen wir nicht, weil wir keine Schrotflinte haben. So, okay. Sachen werden nicht abgeschmissen. 1 Minute 45 haben wir noch. Das heißt, wir haben reichlich Zeit, bis die Zone kleiner wird. Blindgranate hier. Ist hier irgendwas? Nö. Irgendwas höre ich gerade. Irgendwo fährt hier einer rum. Ach, da hinten, okay. Er ist mit seinem Buggy lang gefahren. Muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man auch ein bisschen auch Augen und Ohren offen hält.
Sehr gut. Oh, Fiemelsuche, geil. Polizeiweste nehmen wir auch mit. Helm brauchen wir nicht. Maske, nein. Gepolsterte Jacke, warum auch nicht? Sieht geil aus. Lederhandschuhe. Achso, Werkzeuggürtel haben wir schon. Uzi haben wir. Na gut, nehmen wir die doch mal mit. So, okay. Geil, wir haben einen getötet. Jetzt muss ich mir schnell... So, eben mal heilen. Zack. Und nehmen wir gleich ein Schmerzmittel, dass wir volle Leben haben. Oh, wie aufregend. Ich habe jemanden getötet. Ich bin ja begeistert. So, Schmerzmittel nehmen. Wie lange braucht es denn, um ein Schmerzmittel reinzukippen? Das ist ein bisschen arg affig. Taktisch, kann ich irgendwas nutzen? Nee, ich kann davon gar nichts nutzen gerade. Na gut. Zack. Gehen wir mal hoch. Ich habe einen Vierfachsucher und habe nichts, womit ich ihn benutzen kann. Das ist ein bisschen dämlich. Und hier ist gerade... Schießt er auf mich? Ich laufe gerade nicht querfeldein. Das ist echt nicht gut. Das ist echt bescheuert, wenn du querfeldein läufst hier einfach und wirklich... keinerlei Deckung hast. Von hinten sind Häuser, das heißt, da können überall Sniper auch drin sein. So, zack. Schrotflinte mal aufladen. Okay, irgendwo von da vorne kommen Schüsse. Okay, jetzt ballern sie da hinten gerade. Irgendwo hier ein Buggy. Ich schleiche einfach mal ein bisschen oder ich crawle einfach. Es dauert eh noch, bis das Gebiet jetzt kleiner wird. Das heißt, wir haben noch jede Menge Zeit. Der Balken ist gerade mal bis... zur Hälfte voll. Ich möchte ungern vermeiden, gesehen zu werden. Was echt doof ist. Naja. Es wäre cool, wenn das Flugzeug das abwerfen würde. So was einigermaßen Brauchbares. Was ist das hier? Holographisches Visier. Okay. Nehmen wir gerne mit. Energy Drink, geil. Nehmen wir auch mit. Stiefel, die brauchen wir nicht. Da hinten rennt einer. Ich muss mir angewöhnen, die Alt-Taste zu drücken. Um mich dann umzugucken. Das mache ich nie. Weil ich da nicht dran denke, einfach. Es ist sehr spannend gerade hier. Ich sehe halt keinen, aber ich bräuchte mal eine ordentliche Knarre. Ich renne einfach mal jetzt geduckt. Ist nicht ganz so toll, weil man nicht ganz so schnell ist. Vielleicht ist die Chance höher, dass ich nicht gesehen werde. Weil ich habe hier ein bisschen Angst, dass in den Häusern Sniper drin sind. Und wenn die eine gute Knarre haben und Vierfachsuche, dann könnte das tödlich enden. Und zwar für mich. Okay. Noch ist die... Wir sind innerhalb der Zone. Mal gucken, wo die Zone hingeht. Dann latschen wir da einfach hin. Ich will ehrlich gesagt nicht fahren, weil damit ziehe ich die Aufmerksamkeit der Leute auf mich. Das würde ich echt gerne vermeiden.
Irgendwie auf mich geschossen, glaube ich. Ich habe den Schuss gehört. Wo müssen wir hin? Ich würde gerne mal hier hingehen. Drei Minuten haben wir Zeit. Das wird bestimmt alles schon gelootet sein. Hier, ich lass mich mal überraschen. Da kommt einer. Oh, hier ist noch nichts gelootet. Okay, geil. Achtmal Suche! Was? Ich habe achtmal Suche gefunden! Das war bloß eine gescheite Knarre. Mist! Nicht genug Platz. Ja, vertikale Vorderdingens. Wofür brauche ich die 9mm Munition eigentlich? Wofür sind die? Für P92, Mikro-Uzi und... Okay, für die Mikro-Uzi wäre das. Wofür ist die? Taktisches Lager MP16. Das schmeißen wir weg, das brauchen wir nicht. Den Achtfachsuche nehmen wir. Holographisches Visier schmeißen wir mal weg. Gibt es hier eine ordentliche Waffe? Also hier war keiner drin, offenbar. Alter, ich habe einen 8-mal-Sucher. Geil! Nur keine passende Waffe. Nur keine Waffe mit einem passenden, wo ich ihn draufpacken kann. Ah, ist das ätzend. Verdammt. Okay, ich muss mich sputen. Muss ich mir jetzt echt sputen, sonst bin ich außerhalb der Zone gleich. Das will ich ehrlich gesagt. Fuck. Fuck. Ich habe 8 Versuche, lasst mich in Ruhe. Mann, ich habe 8 Versuche, habe keine Knarre, wo ich den draufpacken kann. Das ist doch nicht fair. Das ist echt nicht fair. Ist hier irgendwo eine Knarre vielleicht? Rucksack Stufe 2. Achso, hatten wir schon. Fantastisch. Mann, ist hier ein Hinterausgang? Ich müsste mir jetzt echt mal spüren. Das Problem ist mit den ganzen Häusern hier. Das kann halt echt blöd enden, weil die halt überall hier... Ernsthaft? Das kann halt echt blöd enden, wenn sie sich da verschanzen. Ich bin halt außerhalb des Spielbereichs jetzt. Und das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Das werde ich auf keinen Fall rechtzeitig in die Zone schaffen, oder? Ja doch, könnte sogar gehen. Problem ist so aufgescheucht, wie ich jetzt gerade hier lang renne. Kann es auch durchaus passieren, dass ich gleich abgeknallt werde. Mann, ich habe 8-Fach-Sucher. Ich könnte die alle wegschnetzeln, wenn ich halt ein ordentliches Gewehr hätte. Das ist so ätzend, das ist so fies. Mann! So, ich bin im Spielbereich. Keine Panik mehr. Alles gut. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie eine Knarre finden, eine passende. 36 Leute sind noch am Leben gerade. Ich lege mich immer kurz hin. Habe ich noch einen Painkiller? Energy Drink. Verstärkt den Charakter sofort um 40. Bestimmt dazu brechen die Verwendungsgegenstands ab. Aha. So. Mann! Das Problem ist, das Gebiet wird sich hier irgendwo entweder hier oben verkleinern oder hier unten hin. Und ich bin die ganze Zeit immer so am Rand der Zone. Was echt nicht gut ist, weil ich dadurch immer mehr an... Ja, weil ich dadurch halt das Problem habe, dass ich
wir weniger Zeit, um die Gebäude zu looten. Aber na gut. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja hin. Wäre schön. Können wir mit dem Boot fahren? Krass, man kann sogar mit dem Boot fahren. Das ist ja cool, das wusste ich nicht. Interessant. So, bei der Brücke werden sie bestimmt campen, wie die Blöden. Ich würde gerne in die Hütte da hochgehen, aber... Ach du Scheiße. Ja, vergesst es. Vergesst das mit dem Looten, ich muss in die Zone. Die ist ewig weit weg, da muss ich gleich hinlaufen. Sonst war's das mit mir. Na toll, und jetzt auch eine Bombenabwurfzone. Willst du mich trollen eigentlich? Das kann jetzt echt lustig werden. Ich bin genau in der Mitte von der Zone. Ich hoffe, ich komme jetzt rechtzeitig raus. Bevor die Bomben fallen. Das wäre sehr schön. Ist das eigentlich Flugzeugabwurf oder Artilleriebeschuss? Ich weiß nicht. Okay, da hinten ballern sie gerade wie die Verrückten. Ich bräuchte echt mal bessere Waffen. Verdammt. Shit. Bitte lasst mich in Ruhe. Weh, ich verreck jetzt. Ah, geil. Ich hab's überlebt. Sehr gut. Haben wir zufällig... Ach so, warte mal. Ich muss ja immer noch in Richtung Zone. Ich bin ja ewig weit von der Zone weg. Das Geile ist, ich habe 50 Sekunden jetzt noch. Und ich muss echt in Richtung der Zone. Das ist doch nicht gut. Und ich habe immer noch keine Waffe, wo ich meinen Achtfach-Zoom draufpacken kann. Das macht irgendwie relativ wenig Spaß gerade. Um ehrlich zu sein. Also es würde viel Spaß machen, wenn ich meine Ausrüstung auch besser nutzen könnte. 30 Sekunden verkleinert sich das Gebiet. Und ich habe echt Angst, dass hier gerade Sniper campen. So, Gebiet verkleinert sich und ich bin halt noch ewig weit von der Zone weg. 10 Sekunden noch, das kann ich vergessen, das schaffe ich im Leben nicht. Das schaffe ich nie im Leben da rechtzeitig hin. Vor allem, weil die hier jetzt ja schneller ja kleiner wird. Da guckt euch das mal an, die holt mich gleich ein. Ich bräuchte ein Motorrad oder ein... oder generell irgendein Fahrzeug. Wahrscheinlich renne ich jetzt irgendjemanden gleich voll in die Dingens rein. Voll vor die Flinte. Die können sich halt echt überall auch verstecken, ne? Das ist halt... Das ist das Geile an dem Spiel eigentlich, dass du dich... irgendjemand ballert hier. Die Frage ist, ob der auf mich ballert oder... Ich möchte zu dem Haus auf jeden Fall nicht hin. Ich möchte weit weg von dem Haus. Oh geil, wir sind in der Zone gleich. Passt, das haben wir geschafft. Das haben wir schon mal geschafft. Sehr gut, wir sind drin. Juhu. Also, das haben wir. Jetzt müssen wir bloß noch überlegen. Wir könnten mal da hinten hingehen. Ich brauche auf jeden Fall mal eine ordentliche Knarre. Irgendwas, wo ich den Achtfach-Zoom draufpacken kann. Irgendeine Sniper am besten. Oder irgendein Gewehr, was man... Nein! Nein, das gibt's nicht! Ach, komm! Das gibt's nicht! Leck mich, echt! Der stand hinten, der... Irgendwo stand der. Ach, komm! Ich habe einen Achtfach-Zoom gehabt und ich konnte ihn nicht benutzen, weil ich keine verkackte Knarre gefunden habe. Das ist doch nicht fair. Ich ärgere mich sehr. Na gut.
Für YouTube ist dann hiermit der Folge der Cut. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge und ich gehe jetzt weinen, dass ich mein 8-fach Zoom hatte und ich benutzen konnte. Finde ich schön. Also bis dann. Bis morgen. Tschüss.